Bleiben wir dran an dieser Geschichte. Und jetzt zu einer Meldung, die uns aus Spanien erreicht hat und die einige ja gehörig ins Schwitzen bringen dürfte. Denn das da könnte bald nur noch ein Wunschtraum sein, weil es eben keine Eiswürfel mehr gibt. Im ganzen Land und auch auf Mallorca herrscht das da, nämlich Eisknappheit. In Restaurants und auch in Supermärkten wird das knappe Gut mittlerweile auch schon rationiert. Gründe für den Engpass, die Hitzewelle klar und die drastisch gestiegenen Energiekosten.